Es ist so ein unglaubliches Geschenk, in welchem Zustand du dort bist. Ja? Du bist gerade in der Hälfte deines Lebens, du bist 69. Ja, du hast die 100, du hast die 140 angepeilt. Aber mit dem ich auch darüber geredet habe, dass ich eher versuche, das durch Fasten zu lösen. Natürlich auch überprüfen wollen, na, ist denn jetzt der Krebs weg oder wie sah das denn aus? Was hast du denn gemacht? Die Folgen dieser Operationen sind meistens Inkontinenz oder Impotenz. Ja? Herzlich willkommen auf dem Kanal von slowjuice.de. Ich freue mich, dass wir heute den Wolfgang Nikola zu Gast haben. Hallo Wolfgang, grüß dich. Servus. Servus. Es geht heute um ein tolles Interview. Ich beschäftige mich jetzt schon seit längerer Zeit mit der Thematik Fasten natürlich auch und habe auch die Breuß-Kur in dem Zusammenhang kennengelernt. Ich habe auch schon ein Interview gemacht mit der Christina Thoma, die so ein bisschen auch das Ganze nach vorne gebracht hat, die Breuß-Kur. Da werden wir auch noch ein Interview auf unserem Kanal zu veröffentlichen. Wen das interessiert, wir haben jetzt das Interview oben in der Infobox schon mal verlinkt. Ihr könnt das anklicken, dann gibt es ein paar Informationen, allgemeine Informationen auch generell zur Breuß-Kur. Aber uns soll es heute speziell darum gehen, die Breuß-Kur ist ja eine Krebskur. Das heißt, man versucht mit dieser Fastenkur letztendlich ein Krebsgeschwür, was im Körper vorhanden ist, halt zu beseitigen, indem man halt bestimmte Fastengetränke zu sich nimmt über einen bestimmten Zeitraum. Und ja, wir haben mit Wolfgang hier natürlich jemanden eingeladen, der das selber schon durchexerziert hat, der die Kur halt bereits erfolgreich bestanden hat. Das sind 42 Tage, die man dort fastet. Und wir möchten jetzt einfach Wolfgang seine Geschichte erfahren und freuen uns, dass Wolfgang uns an seiner ganzen Story auch teilhaben lässt. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Wolfgang, vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz einen Abriss geben, Biografie so ein bisschen, dass du ein bisschen was erzählst, wie aus deinem Leben, vielleicht aus der Kindheit, Beruf, verheiratet, einfach mal so ganz kurz, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können und dann werden wir speziell auch auf die Breuß-Kur eingehen und sind gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja, also ich bin im Januar 69 Jahre. Also bin da, wo ich jetzt lebe, in der Nähe auch geboren, aber bin erst jetzt in diesem Jahr wieder hierher zurückgekehrt und war in den letzten 35 Jahren in der Großstadt Wien als Taxiunternehmer tätig. Und davor habe ich allerdings mein Abitur, heißt es ja auf gut Deutsch, ne, in Graz gemacht und habe dann studiert auf der Universität für Bodenkultur in Wien, und zwar Lebensmittel- und Gärungstechnologie. Mhm. Ja, und dann habe ich das Studium begonnen und das hat mich sehr interessiert, weil mich Biochemie und Mikrobiologie und diese ganzen Sachen sehr interessiert haben. Okay, Wolfgang, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal langsam ein. Ja, wir haben jetzt so einen kleinen Einblick von dir bekommen. Du hast ja gesagt, du bist dann in Wien auch Taxifahrer geworden. Bist dann vielleicht einen anderen Weg gegangen, wo es soll ja jetzt hauptsächlich auch erstmal um die Breuß-Kur gehen, dass die Leute halt auch, weil das ist auch eine Riesenthematik, aber ich finde das schon mal wichtig, dass du da so auch uns einen Einblick gegeben hast, weil das zeigt ja, dass du auch schon immer ein sehr bewusster Mensch warst, ja, auch mit den Heilkräutern, das Ganze, dann auch die ganze Geschichte mit der ökologischen Landwirtschaft, die du ja im Prinzip dann auch mit aufgebaut hast in Österreich, ja, weil du ja dann die erste Genossenschaften dort gegründet hast, das heißt immer auch einen praktischen Bezug zu deiner Arbeit an der Universität, auch während des Studiums. Also wie gesagt, so soll es ja auch sein, dass man das Theoretische dann auch in die Praxis bringt und dass sich das miteinander ergänzt. Und so entwickelt sich ja dann auch in der Gesellschaft weiter. Leider ist es heutzutage nicht mehr so. Und das passt auch ganz gut zu der ganzen Krebsthematik. Wir wollen uns jetzt hier nicht zu stark ausbauen, weil darum soll es jetzt nicht unbedingt gehen. Aber das ist ja die gleiche Thematik, ne? Also früher haben die Leute gewusst, wie man bestimmte Krankheiten behandelt. Mit Kräutern zum Beispiel, mit Tees, mit Säften. Und dieses Wissen gerät immer mehr in Vergessenheit. Es werden viele Sachen verboten. Es gibt ja diese Heilkräuterverordnung auch von der EU, dass man es also gar nicht mehr verkaufen darf. Es gibt eine riesen Zulassungsbeschränkungen. Es ist ein Haufen Geld, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Das können sich kleine Firmen gar nicht leisten. Das heißt, es wird da schon generell ein Riegel vorgeschoben, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt,
bestimmte Pflanzen, die der Gesundheit zuträglich sind oder auch die zum Beispiel auch gegen bestimmte Viren helfen, das ist gar nicht mehr erwünscht. Ja, und darum soll es ja jetzt auch gehen, denn du hast ja auch eine Erkrankung dann bekommen. Das war jetzt noch gar nicht so lange her, das ist circa 10 Monate her, wo du eine Das ist jetzt genau ein Jahr, Jahr, dass ich die Diagnose bekommen habe, dass ich Prostatakrebs habe. Genau. Und da würde mich halt gerne, interessiert mich halt die Frage, du hast ja doch einen ganz fitten Eindruck gemacht, auch mit Gesundheit und hast dich damit auseinandergesetzt. Wie kam es dazu? Was waren da die Ursachen? Wie hat sich die, vielleicht hast du danach auch rekapituliert, du wusstest ja vielleicht gar nicht, dass es hast, bevor du nicht beim Arzt warst. Vielleicht kannst du da auch. Ich habe weder irgendwelche Schmerzen gehabt noch sonst irgendwas, obwohl die letzten Jahre seit meinem 60. Lebensjahr waren für mich schwierige Jahre und ich bin da in sehr, sehr depressive Zustände reingekommen, weil ich in dem ganzen, mit meinem ganzen Taxiunternehmen durch die Konkurrenzsituation in der Stadt einfach nicht mehr genügend Umsatz oder genügend Gewinn erwirtschaften konnte, um mir die Freiheit, die ich habe mir eine bestimmte Freiheit durch dieses Taxiunternehmer geschaffen, dass ich immer dann weg kann oder in die Berge kann oder zum Klettern oder auf Skitouren gehen kann, wenn ich es vom Wetter her und von den Bedingungen her für günstig halte und dass ich dann gearbeitet habe zu Zeiten, wo es eben nicht gegangen ist. Ja? Also praktisch irgendwie meinen ganzen Ablauf so gestaltet habe von Arbeit und Freizeit, wie ich es wollte, ja, und nicht wie es irgendwelche Wochenenden oder so weiter vorschreiben. Ne? Und das hat dann in den letzten, also in den Jahren vor meinem 60. Geburtstag angefangen mit schweren depressiven Zuständen, weil ich plötzlich, ich meine, das Gefühl hatte ich schon vorher immer mehr und mehr durch die ganzen Bestimmungen, Verordnungen, durch die ganzen zunehmenden Finanzregelungen und so weiter, dass ich in Europa und in Österreich oder mitten in Europa zunehmend mich gefühlt habe, immer mehr wie in einem Gefängnis lebend. Ja. Also es wurde alles reguliert, für alles gab es eine Regel, alles wurde 100.000-fach tot diskutiert und so weiter. Und das, also mir hat das ganz gewaltig gestunken, aber es war ganz schwierig, das auch irgendwie auszuagieren. Ja? Also man musste irgendwie, ja, ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet und musste immer irgendwie bei Stimmung bleiben und konnte mich dem Ausagieren meiner Wut, meines Zorns und meiner Verzweiflung irgendwie gar nicht wirklich so richtig hingeben. Ja? Ja, und dann ich bin seit 1989 verheiratet mit einer ganz tollen Frau, die ich eben in einer freien Gemeinschaft kennengelernt habe. Also ich wollte eigentlich nie heiraten, aber sie wollte dann, weil sie einen netteren Familiennamen wollte, habe ich gesagt, okay, dann heiraten wir halt. Aber wir sind jetzt mittlerweile schon 32 Jahre verheiratet und wir lieben uns nach wie vor, so wie am Anfang. Und also meinst du, um nur darauf zurückzukommen, weil du hast darüber gesprochen, über den Druck, dem du ausgesetzt warst, weil es ist ja auch so, ich meine, es gibt viele Ursachen letztendlich, weil ich bin der Meinung, vielleicht teilst du diese Meinung auch, dass es eigentlich alles im Kopf beginnt, die ganze Story. Mhm. Und wenn du dann halt auch im Kopf nicht richtig frei bist, dann hast du natürlich auch nicht mehr machst du auch keine Gedanken mehr ums Essen. Ja? Wenn du eine gewisse Depression hast, so leicht, dann stopfst du irgendwas in dich rein, dann machst du dir keine Gedanken mehr, dann hast du bloß noch Stress, isst schnell und so weiter. Das geht dann alles auf den Organismus über. Und dieser kleine Samen, der dann auch immer gelegt wurde, dieser Stresssamen, verbreitet sich dann und dann natürlich funktionieren die Drüsen nicht mehr richtig. Herztätigkeit hast du immer zu diese Adrenalinausschüttung, das wird dein Kreislauf ist ständig auf 180 und du weißt gar nicht warum. Und bist du der Meinung, dass das also auch die Ursache war, die dann zu der Erkrankung beigetragen hat? Weil die Prostata ist ja ein wichtiges Organ im Körper. Das ist ja auch letztendlich, das hat ja auch mit der Sexualität zu tun, Fortpflanzung zu tun. Organ eigentlich. Genau, genau. Das heißt, du wurdest in deiner Männlichkeit natürlich dann auch extrem
hast dich vielleicht auch nicht mal männlich gefühlt oder Freiheit und du hast ja Berge, man will einfach ja, sich spüren, was erleben und das wurde alles nur noch in der Mühle drin, in diesem Hamsterrad. Der Energiefluss wurde mehr oder weniger gebremst. Ich meine, ich bin an sich ein energetischer Mensch gewesen und ich habe immer dadurch, dass ich ja viele Stunden selbst im Auto gesessen bin, weil ich war ja nicht nur jetzt Taxiunternehmer, der etliche Autos dirigiert, sondern ich bin ja selbst gefahren und vor allem dann zum Schluss, weil es kaum irgendwie ein seriöses Personal gegeben hat, habe ich ja alles so weit reduziert, dass ich überhaupt nur mehr ein Auto gehabt habe und ich für mich selber gefahren bin. Ne? Das heißt also, meine ganzen Freiheitswünsche sind irgendwie als Illusionen zerronnen und natürlich findet das im Kopf statt, findet in den Emotionen statt und du kriegst da unglaubliche Stockungen, Staus und Blockaden und vorher habe ich mich unglaublich viel bewegt. Ich war also begeisterter Tennisspieler, ich bin laufen gegangen, Halbmarathon gemacht, weil ich auch motiviert war, weil ich wusste ja, meine Arbeit bringt mir sowieso genug Geld und genug Freiheit. Und erst wie das immer mehr und mehr in Gefahr gegangen bin, habe ich meine Freizeitaktivitäten immer mehr zurückgeschraubt. Also auch meine Bewegung, mein Bewegungsradius, der ist immer mehr eingeschränkt worden. Ich wollte, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin, nur mehr daheim sitzen oder liegen oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich, weil du kriegst ja viel zu wenig Sauerstoff und der Umsatz. Ja. Und von allem wie, bei der Diagnose, als du beim Arzt warst, wie weit fortgeschritten war denn schon der Prostatakrebs? War das schon im Weiteren? Das war nicht so schlimm. Das war erhöhter PSA-Wert, so im Bereich von, was weiß ich, 10 oder 12, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Einheit, es ist ja schon so lange her, wie diese Einheit du hast, irgendwelche Nanogramm werden dort messen oder so. Ne? Und der Arzt, was hat der dir empfohlen? Was hat er denn gesagt zu dir, als er das festgestellt hat? Der hat mir eben gesagt, also es gibt diese Möglichkeiten, das mit Bestrahlung zu machen. Er wird aber eben zu einer Operation raten, das Ding und aber natürlich die Operationen, die da gemacht werden. Komplette Entfernung, ja, die Prostata. Naja, nicht ganz, glaube ich. Also das war nicht so stark, dass man sagt, also die hätten dann, glaube ich, irgendwie eine Teilentfernung oder so irgendwas gemacht. Also fragen wir aber nicht genau. Auf jeden Fall, es waren diese Methoden vorgeschlagen und dadurch, dass ich mich immer, also ich habe mich in meiner Jugend ganz stark mit Wilhelm Reich beschäftigt, mit der Entstehung des Krebs und so weiter und in weiterer Folge immer auch mit den thematischen Zusammenhängen und ich bin viel lieber dorthin gegangen, herauszufinden. Wilhelm Reich, unter anderem auch der Orgon, wie heißt es, Orgonstrahler? Orgontherapie. Orgon, genau. Ja, also einfach, das sind halt Schlagworte. Also ich habe wirklich die ganzen Werke gelesen und ich weiß genau über die biologischen Zusammenhänge, die in der Zelle stattfinden, bis Zelle mehr oder weniger entartet. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann einmal eine Krebsdiagnose kriegen, sondern wir haben ja immer wieder krebsige Zellen. Ja? Also der Körper ist ja immer wieder mit wild gewordenen Zellen konfrontiert, aber die buxiert er einfach mit einem normalen Immunsystem, mit einem normalen... Nur ganz kurz für die Leute, nur zum medizinischen Verständnis, also eine Krebszelle ist dann eine Krebszelle, wenn die Mitochondrien nicht mehr funktionieren, also ATP und Sauerstoff können nicht mehr richtig umgewandelt werden als Energie, als Brennstoff für die Zelle. Wenn die Mitochondrien nicht mehr funktionieren, dann versucht die Zelle trotzdem weiterhin Energie zu bekommen und sie nimmt dann meistens Energie zum Beispiel von Zucker, also deswegen wird auch immer empfohlen, wenn man soll eine Keto-Diät machen erstmal, weil man halt Kohlenhydrate reduziert, weil das halt auch wieder das Krebswachstum fördert. Ne? Und wir sprechen ja gleich, wie Rudolf Beuys das sieht, da geht es auch um Eiweiß und sowas alles. Genau, das ist also auch eine interessante Thematik und da wollen wir jetzt ein bisschen intensiver drauf eingehen. Du hast ja schon gesagt, du bist ja auch sehr positiver Mensch. Ne? Ich gehe mal davon aus, als du dir die Diagnose bekommen hast, hat das eher so dein Kämpfertum wieder, da hast du dich wieder auf einmal nicht mehr so in diesen Trott gefühlt und hast du halt so, jetzt
muss ich was tun. Jetzt werde ich das mit einer anderen Methode versuchen, in den Griff zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, da du ja aus der ganzen ökologischen Schiene kommst, dass du generell auch jetzt Atomkraft, ne, und diese ganzen Geschichten, da warst du sicherlich auch schon kritisch eingestellt gegenüber einer Bestrahlung oder gegenüber anderen Thematiken. Ja, genau, und die hast du dich dann gefühlt nach der Diagnose und was waren so die ersten Gedanken? Wie kam das Thema Breuß auf dich zu? Wie hast du dich jetzt endlich dafür entschieden, das zu machen? Vielleicht kannst du da mal die Zusammenhänge erklären, wie du dann überhaupt zu dieser Kur gekommen bist. Ja, also für mich war die Diagnose eigentlich, ja, ich habe das ganz gelassen angenommen und für mich war das sofort der Anlass, mein Männerthema anzuschauen. Wie ist meine Beziehung zu meiner Frau? Welche männlichen Energien lebe ich? Welche unterdrücke ich? Wie setze ich mich durch oder nicht durch und so weiter? Also ich habe mir einfach diese ganze Situation angeschaut. Und im Grunde genommen hat die Heilung eigentlich schon etliche Monate vorher angefangen, weil da bin ich dann schon immer mehr und mehr aus dieser Depression ausgestiegen und habe dann schon wieder viel, viel mehr Bewegung gemacht. Also lustigerweise ist die Diagnose zu einem Zeitpunkt gekommen, wo ich eigentlich schon wieder ziemlich agil und aufgestellt war und also mich aus keiner großen Depression außerkämpfen musste. Ja. Also es gibt ja ganz bestimmte Theorien und Thesen, dass man sagt, sowas tritt auf, mehr oder weniger als Heilungssymptom. Ja. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, weil da kommen wir in eine ganz andere... Genau. Ganz kurz noch, aber was ich noch interessant finde im Zusammenhang, weil du hattest darüber gesprochen, weil die Spreu vom Weizen trennt sich ja bei so einer Diagnose. Es gibt Leute wie du, die nehmen das halt locker und sagen, ja, okay, gut, habe ich jetzt und gucken wir mal, was wir machen können. Ohne Angst reagieren die auf die Situation. Dann gibt es aber, sage ich mal, die meisten Leute, weil das ja auch so gewollt ist, es wird ja aufgebaut, das Thema Krebs wird ja als Angstthema so kommuniziert, auch in den Medien, das ist ja das Schlimmste, was man überhaupt haben kann und oh mein Gott, und Krebs. Und ich glaube, das ist die Hauptproblematik, wir haben darüber gesprochen, dass ihr müsst daran denken, man kann eine Breuß-Kur machen, das ist okay. Aber ihr müsst daran denken, euer Mindset, das ist das Wichtigste. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Angst habt und ihr habt Panik vor so einer, und dann können, wenn du Angst hast wie ein Tier, was Angst hat, kann im Prinzip, oder ein Mensch, der Angst hat, kann nicht mehr vernünftig, objektiv entscheiden. Der macht halt Fehler. Und dann ist halt die Gefahr, dass der Arzt euch irgendwas empfiehlt, was ihr eigentlich, wenn ihr keine Angst hättet, gar nicht machen würdet. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die man noch verstehen muss. Es geht darum, angstfrei etwas zu beobachten, etwas zu analysieren und dann eine vernünftige Entscheidung in Selbstverantwortung für sein Leben zu treffen. Das hast du eben schon wunderbar auch erklärt. Du hast selbst entschieden und hast geschaut, was passt nicht, was stimmt nicht, wie sieht es mit meiner Männlichkeit aus, die Beziehung zu meiner Frau. Und das sind die wichtigen Themen, die man sich stellen muss und nicht einfach das Ganze organisch versuchen zu behandeln, kurz ein paar Strahlen drauf. Ernährung spielt auch noch, das heißt einfach so weiter essen, die Konflikte, die man hat, nicht klären, einfach immer schön hinlaufen zum Arzt und dann denkt man, jetzt ist alles gut. Dann hat man es vielleicht chemisch rausradiert, aber dann wundern sich ja die meisten, warum sie nach einem Jahr dann wieder Krebsgeschwür haben, wieder Metastasen kommen, da geht das Ganze wieder von vorne los und aus diesem Teufelskreislauf wollen wir raus und da bist du ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man das kann. Und deswegen würde ich gerne weiter einsteigen jetzt auch in die Story, dass du uns jetzt ein bisschen ranführst, wie du denn so zur Breuß-Kur kamst. Genau. Ja, lustigerweise war mit einem Urologen konfrontiert, der unglaublich angenehm war, der mir das auch wirklich erschöpfend erklärt hat, alles, was alles zu machen ist. Aber mit dem ich auch darüber geredet habe, dass ich eher versuche, das durch Fasten zu lösen. Meine Frau war ja zu der Zeit schon zertifizierte Fastenleiterin und ich habe schon bei ihren Fastenwochen immer, wenn es um Basenfasten ging, habe ich die Küche gemacht. Also habe ich praktisch die Teilnehmer versorgt mit vegetarischen Gerichten und so, weil ich ja eben auch sehr gern kochen tue und ja, und dann habe ich mit ihm drüber gesprochen, habe gesagt, ich glaube, ich habe einige Sachen gelesen, dass man mit Fasten sehr, sehr viel machen kann, was er davon hält. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, es führen viele Wege
nach Rom. Also er hat da überhaupt nicht das Ganze verurteilt. Er hat gesagt, er als Schulmediziner kann mir nur diese Sachen vorschlagen. Ja? Wie er, und er ist ein sehr guter Chirurg, urologisch gewesen, dann habe ich gesagt, Herr Doktor, ich werde es anders versuchen. Ich werde mich da sehr, sehr genau informieren. Und lustigerweise haben wir das Buch vom Jürgen Thomann, das stand irgendwo in einem Regal bei meiner Frau aus irgendwelchen Jahren. Ich hab da noch nie reingeschaut und Sibylle hat da auch nie reingeschaut. Ne? Die Krebskur, meinst du das? Nein, es ist nicht das, sondern das ist... Das andere mit dem Heilfassen. Ah, das, du meinst das von Breuß, das hier. Krebskur. Und das Buch, um das es da ging, das war eben vom Papa, von der Christina Thoma. Genau, das habe ich ja gezeigt, die Krebskur, genau. Die Breuß, ach so. Genau, die Breuß-Krebskur richtig gemacht. Ah ja. Ah, das Titelbild habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ne? Genau. Ich kann mal ganz kurz reinzeigen, dass wir hier kurz, es gibt hier, das sind die Bücher vom Rudolf Breuß, genau. Die Breuß-Krebskur. Da steht dann ein Untertitel drin, Erfahrung aus meiner jahrzehntelangen Praxis. Über 2 Millionen Exemplare wurden da weltweit verkauft von diesem Buch schon. Und dann gibt es ja noch, gibt es dieses kleine Büchlein noch, das heißt Krebs. Ja. Und hier ist der Rudolf Breuß, das ist sozusagen der Erfinder der Breuß-Kur. Und da gibt es Untertitel Leukämie und andere scheinbar unheilbare Krankheiten mit natürlichen Mitteln heilbar. Ja? Mhm. Wir verlinken das unterhalb des Videos, die Bücher, wo ihr die bekommt. Könnt ihr dann anklicken und dann kauft euch die Bücher und lest einfach rein, wenn euch die Thematik Breuß-Kur interessiert oder wenn ihr selber betroffen seid. Genau. Und der Jürgen Thoma, also der Papa von der Christina Thoma, der hat eben schon etliche Behandlungen hinter sich gehabt und hat dann immer wieder Rezidive und so weiter gehabt. Der hat auch Prostatakrebs gehabt, nur so für die Zuschauer. Genau, das war ihm zufällig eben dasselbe und ich habe mir das Buch also sofort hergenommen und habe das gleich von A bis Z durchgelesen. Und deine Frau hatte das im Bücherregal? Ja, zufällig. Das ist echt ein Zufall, also wie der Zufall manchmal so... Ja. Spielt, ne? Also echt Wahnsinn, dass sie das im Bücherregal hatte. Und du hattest auch noch Prostatakrebs. Also das ist ja ein Wink mit einem Unfall. Genau. Und ich bin also dann mit dem Urologen übereingekommen, dass ich gesagt habe, okay, Herr Doktor, ich bedanke mich sehr für Ihre gute Beratung, weil es war wirklich eine sehr gute Beratung und der hat alle Termine für mich so wahnsinnig toll organisiert, sodass man das wirklich ganz schnell alles rausgefunden hat und so weiter. Und da habe ich gesagt, aber ich werde eben keiner dieser schulmedizinischen Methoden näher treten, weil ich finde es widersinnig, dass ich mich mehr oder weniger mit einer Krankheit am männlichen Hauptorgan dann mehr oder weniger chirurgisch quasi kastrierenlos, ja? Weil die Folgen dieser Operationen seien meistens Inkontinenz oder Impotenz. Ja? Ich bin aber sehr sexuell, sehr aktiver Mann und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, mir hat eigentlich bis in mein hohes Alter, bis 90 und 100 auch noch an Sexualität denken. Und genau, du hast ja so, wir haben ja im Vorgespräch, wir hatten ja schon mal längere Zeit auch telefoniert. Da hast du ja auch gesagt, du bist gerade in der Hälfte deines Lebens, du bist 69, ja, du hast die 140 angepeilt, ja. Das ist jetzt eine andere Thematik, du hast mir erzählt auch, wie das alles zusammenhängt, gut, aber nur so für die Zuschauer, das heißt, du hast noch große Ziele, ja, und auf jeden Fall interessant, wie du auch auf diese Breuß-Kur gestoßen bist, genau, und dann hast du das Buch wahrscheinlich komplett durchgearbeitet oder deine Frau hat das für dich gemacht, hat das für dich zusammengestellt oder wie ist das denn gelaufen? Das habe ich schon ganz selber gemacht. Also die ganze intellektuelle Arbeit, die ist bei mir ab dem Zeitpunkt ja auf Hochtouren gelaufen. Auch die ganze Thematik und vor allem auch das ab sofort meine emotionale mein emotionales Setting meiner Frau gegenüber zu verändern. Also meine Frau hat ab dem Zeitpunkt ein bisschen, ja,
ein bisschen ein schwereres Leben mit mir gehabt, ja, weil ich habe also praktisch überall widersprochen. Ich habe alles, ich habe nicht einfach alles so hingenommen, so wie vorher oft in einer Zeit, wo ich mir gedacht habe, ja, lass ich halt reden oder so, ne? Sondern ich bin wirklich in die totale Männlichkeit, in eine kriegerische Männlichkeit eingegangen und habe aber schon zu dieser Zeit etliche Jahre über die Kelten geforscht, ja. Und diese ganze traditionelle europäische Medizin war mir schon sehr, sehr nahe, diese Heilkräutermedizin. Nicht zuletzt auch durch einen wunderbaren Ethnobotaniker, der im Allgäu lebt, das ist der Wolf-Dieter Storl, der ist jetzt 78 oder 79 Jahre alt und der Mann ist absolut faszinierend und der ist sowas von griffig und der spürt die Pflanzen auch. Ja? Hm. Und mir war das völlig logisch, dass man Pflanzen erspüren kann. Mir war das völlig logisch, dass der Rudolf Preuß sagen kann, dass das wichtigste Kräutel beim Prostatakrebs ist das kleinblütige Weidenröschen. Hm. Und er hat für alle verschiedenen Krebsorten das ausgespürt, weil er mit irrsinnig vielen Kräuterweibeln in Vorarlberg geredet hat, weil er diese ganzen alten Quellen ganz akribisch aufgesucht hat und so weiter. Und diese Zusammenstellungen, die du jetzt ja auch schon kennst von dieser Preußkur, die Verhältnisse der einzelnen Kräuter zueinander, das ist ja nicht einfach nur so was zusammengeschmissen ist, sondern das sind ja ganz genaue Verhältnisse. Ja. Ich zeige mal kurz vor, ich habe sie nämlich hinten noch stehen. Hier ist zum Beispiel eine Teemischung, das ist hier die Preuß-Spezialmischung. Hier sind verschiedene Kräuter gemischt. Ja, und diese Teemischung kann man während der Preußkur halt den ganzen Tag über trinken, so viel man will. Genau, also das mischt man dann halt auch genau zusammen, aber das zeigen wir euch ja auch in Videos, wie man das genau macht, die Tees, und genau, das ist halt... Zu dem Ganzen kehrt halt die Überzeugung oder das Wissen darüber, dass auf dieser Erde Tiere, Pflanzen und Menschen nicht nur zufällig in einer bestimmten Ausformung entstehen und in dieser unglaublichen und wunderbaren Schönheit, in der es so verschiedene Pflanzen gibt, mit ihren prachtvollen Blüten, mit ihren ganzen Blättern und so weiter. Also diese unglaubliche Vielfalt, die wir ja jetzt auf dem Planeten immer mehr und mehr zerstören. Ne? Ja. Und auch die Tiere und alles, was von denen kommt, dass das ja Ausdruck von einer spirituellen Grundlage ist. Das ist ja aus einem bestimmten Spirit gewachsen. Ja? Ich vermeide jetzt einmal das Wort Gott oder Schöpfung oder so, aber für mich ist ja das nicht einfach nur eine Substanz oder so, die halt zufällig so ist, sondern das sind eben Dinge, die sind in einer harmonischen Perfektion zusammengefügt und unterstützen sich. Ne? Ich als biodynamischer Bauer habe ja Versuche gemacht, wir haben ja Gemüse gepflanzt und haben Test reingemacht, wo wir ganz bestimmte Gemüsegesellschaften gemacht haben. Ja? Also die sich gegenseitig gesteigert haben, die einen unglaublichen Ertrag gebracht haben. Und dann haben wir gleichzeitig herausgefunden, was ist, wenn wir andere machen, die nicht zusammenpassen. Da ist nichts passiert, da sind Schädlinge dazugekommen und so weiter. Ja? Oder wenn wir es nur zufällig haben, wir haben die Anbautage eingehalten. Wann tut man bei den Fruchttagen, bei den Blatttagen, bei den Wurzeltagen Dinge pflanzen? Ja? Und das werden total gesunde, starke Pflanzen. Also das ist alles irgendwie, das hat alles einen Sinn. Ja, ja, das ist wie letztendlich auch ein Spiel. Man kann nicht Esoteriker sein, ja? Sondern da braucht man nur schauen, aha, das ist alles da. Das ist unsere Apotheke, alles, was uns umgibt. Ja. Ja? Das ist ja wie bei uns Menschen, wenn die Pflanze letztendlich in der Monokultur aufwächst, dann kann sie auch nicht ihr Potenzial entwickeln und stirbt relativ schnell ab. Und bei Menschen ist es das Gleiche. Wenn wir jetzt in einer Monokultur aufwachsen, zum Beispiel wir leben in einer Stadt, was ja nicht natürlich ist, ist es ja auch eine Monokultur. Wir stehen jeden Morgen auf, gehen zur Arbeit, kommen wir nach Hause, gucken Fernsehen und haben eine ungesunde Ernährung und. Das ist ja nicht unser, das ist ja eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Da haben wir ja, sind wir irgendwie so reingeschlittert,
Aber das ist ja Monokultur. Das hat ja, das ja, hat nein, es ist ein Als-Ob-Zustand, weil genau. Die Grundeigenschaft und die Grundfähigkeit des Menschen ist ja, dass er ein gemeinschaftliches, geselliges Wesen ist. Genau. Ja? Und er klumpt sich zwar in den Städten immer mehr zusammen und offen, rein vordergründig schaut es aus, ja, da sind eh viele Menschen gemeinschaftlich zusammen. Aber im Grunde genommen werden sie dort immer mehr vereinzelt, immer atomisierter. Ja? Und diese Art von Atomisierung, das, was mehr oder weniger diametral dem gegenübersteht, wie der Mensch eigentlich leben soll. Ja? Der Mensch soll sich gesellig austauschen, der soll miteinander arbeiten, miteinander Spaß haben, miteinander Muße und so weiter und alles das erleben, weil das ein Grundbedürfnis ist, weil das seine Lust ist, ja? Sich mit anderen zu verbinden, und das kann er dann nicht. Ja? Das fällt dann flach. Das ist dann nur mehr so eine Pseudogemeinschaft, eine große Stadt. Ja? Also, ja, und diese ganze Als-Ob-Geschichte, ja, die spült sich auch in der Wissenschaft ab, die dann zum Beispiel Kräuter und Heilpflanzen geringschätzt oder sagt, ja, das ist alles Hokuspokus, woran die glauben. Ja. Im Grunde genommen haben die gar keine Ahnung. Wir betrachten unsere Welt wie eine Maschine, die man zerlegen kann und wo man jedes Teil einfach nur austauscht. Aber dass das alles ineinander verzahnt ist, dass nichts irreversibel ist, sondern dass alles reversibel ist, dass alles ineinander wirkt in einem ständigen, dynamischen Regelkreislauf. Ja? Davon haben die alle keine Ahnung. Auch keine Schulmedizin hat die Ahnung. Ich meine, ich finde es toll, dass es eine Schulmedizin gibt, besonders die Chirurgie. Ja. Ja, ich bin beim Klettern einmal abgestürzt und der hat mir dann meinen Oberschenkel Trümmerbruch gefliegt und ich war ihm dankbar. Ich bin mal vorgekommen in einem Operationssaal wie in einer Autoschlosserei. Da haben wir gedacht, super, guter Handwerker, der tut da ordentlich Nageln und Stämmen drin. Das passt schon, ne? Aber dass sie diese Sachen nicht, dass sie das nicht einnehmen in ihre medizinische Praxis, ja? Das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Ja? Also das ist für mich nur ein Ausdruck von Macht. Da geht es um Macht. Ja, ja. Okay. Wir wollen zurückkommen nochmal. Es geht auch okay. Um Kultur, dass wir auch ein bisschen bei Preuß noch bleiben, weil wir waren ja jetzt gerade an dem Punkt, dass du dich da reingefuchst hast. Du hast jetzt auch schon uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Gedanken, die du dir wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch gemacht hast, die Zusammenhänge verstanden hast. Ja, und dann nach der Lektüre von dem Herrn Thoma, von dem Buch Die Preuß-Krebskur und auch vielleicht die anderen beiden Bücher von dem Preuß, genau, warst du dann motiviert und hast dir dann einen Zeitpunkt gesetzt und hast gesagt, so, ab, keine Ahnung, sofort angefangen oder hast du gesagt, so, ich warte noch einen Monat oder wie hat das angefangen und vor allem, wie hast du deine ganzen Tees, wo hast du die herbekommen, wo hast du die ganzen Sachen eingekauft? Lass uns mal so ein bisschen an den Vorbereitungen teilhaben, bis es dann letztendlich zum Tag oder Tag 1 bis Tag 1 der Kur war. Genau. Das war ein Vorlauf von ungefähr einem Monat. Ja. Also ich habe mir genügend Zeit gegeben, mir ein spirituelles Setting herzurichten, wo ich also auf verschiedenen Ebenen angefangen habe, vor der Fastenkur schon in das einzusteigen. Das eine war eben die emotionale Ebene, die Thematik, die Männerthematik herzunehmen, mir klar zu machen, was bedeutet Prostata, ja, was bedeutet Prostata im Zusammenhang mit Gestaltung, sich männlich auch zu gestalten und zu erleben und auszuleben, auch in der Auseinandersetzung mit der weiblichen Energie, weil wenn man 32 Jahre oder 31 Jahre war das damals verheiratet ist, dann schürfen sich ganz bestimmte Sachen ein und man unterliegt gewissen Gewohnheiten und die Kommunikation geht in eine bestimmte Schiene, wenn nicht unbedingt jetzt wirklich den Mann in seiner ganzen Pracht und die Frau in der Pracht. Also ich habe mir 4 Wochen auf das eingestellt, intellektuell, emotional, spirituell, und für mich war die Auseinandersetzung mit diesen ganzen Kräutermischungen, die vom Jürgen Thoma und vom Rudolf Preuß da beschrieben waren, war für mich eine ganz selbstverständliche und natürliche Sache. Also für mich war das adäquat. Also es war das Adäquateste und das Natürlichste, sowas zu machen. Und es stand mein Geburtstag bevor. Also das war mein Geburtstag
war der 10. Jänner im Jahr 2021. Und da habe ich gesagt, nein, bis zu meinem Geburtstag fange ich nicht an, weil an meinem Geburtstag möchte ich noch einen guten Wein trinken, ein tolles Essen machen und so weiter. Und ab meinem Geburtstag tue ich dann abfasten, also fange ich an mit den 2-3 Tagen Vorbereitung. Und dann habe ich am 13. Januar, habe ich dann also ganz zielgerichtet, bin ich eingestiegen in diese ganze Geschichte. Vorher habe ich mir natürlich schon alles gekauft und zusammengemischt. Und die ganzen, wo hast du das gekauft? In der Apotheke oder wo? Ja, es gibt sehr gute Apotheken in Wien, also ganz spezielle Apotheken, da die Kaiserkrone und dann. Da hast du noch in Wien gewohnt, ja? Da habe ich noch in Wien gewohnt, ja. Okay, da hast du also in den Apotheken dir die ganzen Kräuter besorgt, die ganzen Kräutermischungen. Wie gesagt, schaut euch die Videos an. Wir zeigen im Anschluss jetzt auch an dieses Interview, werden dann die ganzen Sachen rauskommen, wie man die Tees macht, den Salbei-Tee, das wollen wir jetzt nicht mal speziell erläutern. Das könnt ihr euch separat angucken als Rezept. Und nicht, dass ihr euch wundert, ich habe es am Anfang nicht gesagt, sie hat ein bisschen mager im Moment aus, auch im Gesicht. Nicht, dass ihr einige Kommentare gibt. Ich wollte es euch bloß erklären. Ich mache immer die Sachen, die ich dann auch mit den Leuten bespreche, selbst. Ich habe jetzt selber 5 Wochen von der Breusco jetzt rum, also ich habe jetzt keinen Krebs. Für mich ist es einfach nur ein Test. Ich teste es einfach aus, probiere es einfach aus und kann mir dann auch eine Meinung über diese ganze Kur bilden. Und wen das interessiert, da gibt es ein Video zu, wo ich die ganze Zeit dokumentiere, wo ich euch alles erkläre. Und ja, wie gesagt, schaut euch das Video an. Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, sollte den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer die neuesten Videos. Und ja, dann wollen wir weitermachen mit dem Interview mit Wolfgang. Genau, Wolfgang, du hast also dann 3 Tage Vorbereitungszeit gehabt. Was bedeutet das? Hast du Entlastungstage gemacht? Wie sieht das aus? Die ganzen Entlastungstage, die ich schon kannte. Was hast du da gemacht? Wie macht man das? Entlastungstage? Wie war das? Fragen wir jetzt nicht, wie ich da jetzt angefangen habe, die 3 Tage. Ja, nicht genau. Kannst du sagen, hast du Fleisch weggelassen? Hast du Fleisch weggelassen? Ja, oder? Fleisch war dann schon überhaupt meistens weg. Ja. Das war an meinem Geburtstag, hat es, glaube ich, noch ein Fleischgericht gegeben, weil ich habe sehr gern Fleisch, aber ja, es ist immer nur Fleisch von besten Tieren und so. Ne? Ja. Und ja, das war dann schon weg. Und aber ich kann das jetzt nicht mehr, ich hätte irgendwo mein Head. Nee, es ist kein Problem, nur für die Leute, dass wir denen das nochmal erklären. Also, das ist ja auch, wird ja auch alles erklärt. Erkläre euch das alles in den Videos. Wir machen das wirklich so, dass es jemand versteht, der noch nie irgendwas damit zu tun hatte, der weiß, was man machen muss. Also man muss, bevor man anfängt zu fasten, muss man Entlastungstage machen. Das bedeutet, man trinkt leicht, man nimmt leichte Suppen zu sich, man nimmt Gemüse und Obst zu sich, was halt schnell verdaut wird und wo der Darm nochmal schön vorgereinigt wird. Man kann auch vor der Breusco dann einen Einlauf machen, dass man, weil sonst kommt es zur Rückresorption von Giften im Darm. Das wollen wir nicht. Der Darm, man soll alle 2 bis 3 Tage auch während der Kur Stuhlgang haben. Wenn man das nicht hat, dann soll man Einläufe machen, damit man einfach den Darm reinigt und dass es nicht zu einer Rückvergiftung kommt. Weil wir wollen ja nach der Kur wieder fit, vital und leistungsfähig sein und wollen ja den Krebs dann letztendlich auch besiegen. Ne? Genau, und dann ging es also los. Die Entlastungstage hast du rum. So, und dann ging Tag 1 los. Und wie sah das dann aus? Hast du da schon gesagt, oh mein Gott, jetzt geht das. Hast du dich gefreut auf die Kur? Hast du Vorfreude gehabt? Oder? Ich habe mich total gefreut. Also ich habe es eigentlich, gar nicht mehr erwarten können. Aber ich wollte eben auch meinen Geburtstag richtig klasse feiern. Ne? Ja. Und wir haben also an dem Geburtstag haben wir noch 2-3 gute Flaschen Rotwein geleert und so weiter, wie es halt gehört. Ne? Und ja, und dann habe ich gewusst, so, und jetzt geht's los. Und für mich gab es keinen Zweifel. Also ich bin da ja hundertprozentig davon überzeugt gewesen. Mhm. Und hab also wirklich schon eine richtige Vorfreude auf diese ganzen Teemischungen und alles gehabt. Ne? Mhm. Habe auch beim Jürgen gelesen, dass er manchmal kam ihm irgendwas fad vor, weil es immer wieder das Gleiche ist. Nicht einmal das habe ich während der ganzen 42 Tage, also ich fand das immer sehr interessant. Aber ich kann vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was man für Getränke trinken darf während der Kur, nur kurz zusammengefasst. Ich habe schon relativ viel Wasser genommen, dann diese ganzen den Salbei-Tee, da habe ich wirklich sehr viel davon getrunken.
weil der hat mir sehr, sehr, mir hat das sehr gut geschmeckt. Ja. Dann und ansonsten eben die Zwiebelsuppe, die ich am Mittag gehabt habe, ne? Das war auch sehr wunderbar. Was habe ich noch gehabt? Die haben auch noch dann, glaube ich. Die Breuß-Spezialmischung, hast du die auch gemacht? Die Breuß-Teemischung? Ja. Die auch? Die haben wir eben in der Kamera gezeigt. Dann den Nierentee am Anfang hast du sicherlich auch getrunken, ne? Ja, im ja, natürlich. Der Nierentee, der war ja für die ersten 3 Wochen. Die ersten 3 Wochen, genau. Den Nierentee und dann. Gab es ja den Nierentee noch. Also im Prinzip hat man, ich kann es dir kurz nochmal sagen, das ist auch alles in unseren Videos erklärt, also man trinkt die Breuß-Spezialmischung, habe ich mir gemacht, das ist also eine Mischung aus verschiedenen Kräutern, den Salbeitee ist nicht ein reiner Salbeitee, man nimmt erst Salbeitee, 3 Minuten kochen, da ist dann das Lebensferment, wird dann herausgelöst aus dem Salbeitee, deswegen muss der gekocht werden und dann gibt es nochmal eine Mischung aus 3 Kräutern, ich glaube Melisse, Pfefferminze, und was war es noch? Melisse, Pfeffer. Das sind, glaube ich. Was? Ja. Ich glaube, es sind 4 Kräuter. Aber ja, doch, es wird alles im Video erklärt. Also das müsst ihr jetzt hier nicht euch aufschreiben. Guckt euch das Video dazu an. Also das kommt in den Salbeitee mit rein. Und man trinkt dann letztendlich, wenn man den Nierentee noch trinkt, trinkt man erst den Nierentee. Den soll man schluckweise, den soll man halt am Morgen schon trinken, kalt. Dann kann man sich abends schon vorbereiten. Und dann macht man noch Ringelblumentee. Da kann man auch so viel trinken, wie man will. Und es gibt noch den Storchenschnabeltee, der ist halt wichtig, einfach für die Ausscheidung, für die ganzen Drüsen und sowas. Den trinkt man auch schluckweise den Tag vorher. Das sind die Tees. Dann, wie Bernd, nicht wie Bernd, sondern wie Wolfgang gesagt hat, die Zwiebelsuppe. Und dann kommt aber noch was dazu, das sagt. Kam ja dann noch der Gemüsesaft. Den muss man aber nicht trinken. Es wird auch explizit beschrieben, dass wer nicht das Bedürfnis hat, diesen Gemüsesaft zu trinken, kann das auch ohne. Aber ich finde, es ist eine gute Abwechslung, auch den Saft zu trinken, weil man halt auch da Energie richtig bekommt von dem Gemüse. Und da wird man auch dann schön nochmal gestärkt durch den Saft. Also ich habe auch jeden Tag den Saft getrunken, 500 Milliliter. Genau. Und hast du einen Saft da gehabt? Wie hast du das gemacht? Ja, nein. Also ich habe also das ist ja die rote Beete, dann ist das der Rettich, dann habe ich die Kartoffel. Und dann, was war noch? Sellerie? Karotte? Karotte? Karotte, genau. Karotte genau. Oder gelbe Rüben oder so irgendwas. Genau. Es waren lauter Wurzelgemüse. Ne? Genau, alles Wurzelgemüse. Und da habe ich dann meistens noch einen Zitronensaft dazugegeben oder Orangensaft, aber nicht immer. Hin und wieder habe ich mir das ein bisschen verfeinert damit. Ne? Ich glaube, Apfel war, glaube ich, auch noch. Nee, ja, also original, in der Originalmischung sollst du kein Obst oder sowas dazu nehmen. Nein, es war kein Apfel, es waren nur diese Wurzelgemüse. Ach so. Ich erinnere mich ganz genau. Ja. Okay. Also es war Sellerie, Karotte, Erdäpfel, rote Beete, Rettich. Das waren im Wesentlichen. Das genau, es sind 5. Ich erinnere jetzt. Die Kartoffel kann man auch weglassen. Das ging da auch, wenn man ein bestimmtes Krebslein hat, ich weiß nicht mehr, was es war, Leberkrebs oder sowas, dann soll man halt die Kartoffeln unbedingt nehmen. Ansonsten kann man sie einfach auch, ich habe zum Beispiel Kartoffeln nicht genommen, weil ich habe gemerkt, als ich die ersten 2 Tage das genommen habe, habe ich immer zu diesen Schleim von der Kartoffel im Mund gehabt. Und das kam dann immer so hoch bei mir und das habe ich einfach weggelassen, weil weil ich esse sowas sonst nicht. Ja, ich esse nie Kartoffeln. Und das habe ich einfach weggelassen. Und ich glaube, die Kartoffel war auch nicht zwingend beim Jürgen beschrieben. Ja? Nee, also, die war nicht. Nee, ist nicht zwingend. Aber ich habe sie also sehr gern. Und also ich bin ich bin ein richtiges Kartoffelgesicht. Ja, klar, ist ja auch lecker, die Kartoffel, auf jeden Fall. Genau, also dann hast du das, also hat dir das mit Freude, hast du die ganzen Getränke dann auch zubereitet? Hast du das alles selber gemacht? Hat deine Frau das für dich gemacht oder wie sah das aus mit der Zubereitung? Nein, ich habe das selber gemacht. Ich habe in den ersten 2, 3 Tagen habe ich relativ lang für das alles gebraucht. Ich bin ja dann am 6 in der Früh immer schon auf der Tagung gestanden, ne? Und habe da ziemlich früh angefangen. Und das war ja auch schon eine riesengroße Überraschung, weil durch meine jahrzehntelange Nachtarbeit bin ich ja oft ganz schwer, habe ich ganz schwer schon früh aufstehen können, aber ich habe nie ein einziges Problem gehabt, dann kein einziges dieser Fastentage,
Ich war so agil in der Früh, ich war richtig neugierig drauf, in die Küche zu kommen und den Entsafter anzuwerfen und das alles zu machen und meine ganzen Tees zu machen. Was hast du für den Entsafter benutzt? Kriegst du schon so, Was hast du für den Entsafter benutzt? Ja, also Produkt ist Philips, aber weiß ich nicht. So. Das also ist ja so ein. Der Ding ist ein schwarzer mit Zentrifuge, mit Stempel drin. Okay, ja. Genau, ja, Zentrifuge, genau. Genau, weil der Herr Thoma empfiehlt ja eigentlich einen Slow Juicer, weil er halt langsam dreht und weil dann halt einfach mehr Enzyme und mehr Vitamine im Saft sind. Wenn halt eine Zentrifuge ist, geht halt viel verloren von an den Enzymen und Vitaminen. Aber gut, wusstest du vielleicht ja nicht, aber steht ja auch so im Buch von dem Herrn Thoma beschrieben, dass man halt sich einen Slow Juicer kaufen soll. Und was war mit dem Wasser? Was hast du für Wasser benutzt? Das normale Wasser, Quellwasser aus den Bergen oder was hast du? Ja, wir haben in Wien, wir sind ja an die Hochquellenleitung der Berge angeschlossen. Das ist ja das Tolle. Es gibt ja in keiner Großstadt, glaube ich, so ein tolles Wasser wie in Wien. Ne? Hm. Hast du so normales Leitungswasser genommen, ne? Ja, das ist Bergwasser. Hm. Okay. Also sollte man auch nicht überall machen, wer also keine Ahnung, in Hamburg wohnt, Berlin wohnt, der sollte sich halt ein Gerät besorgen, was das Wasser reinigt und dann halt mit dem gereinigten Wasser die Tees zubereiten. Ansonsten führt euch ja wieder Schadstoffe zu und wir wollen ja gerade Schadstoffe auch aus dem Körper rausbekommen, auch während der Krebskur. Und das ist also wichtig, dass man darauf achtet, dass man sauberes Wasser benutzt. Wird auch explizit in dem Buch beschrieben von dem Herrn Thoma, die Breuß-Krebskur. Was ich nicht so ganz exakt gemacht habe wie der Thoma, ist diese Filtrierung von dem Soft. Also das war mir einfach zu anstrengend, zu mühsam. Ich habe schon filtriert, ich habe das alles durch Siebe durchgelassen und so weiter, aber er macht das wirklich sehr, sehr präzise und das habe ich mir gedacht, nee, von meinem ganzen Verständnis her, das brauche ich nicht. Ja. Genau, und der ist ja auch Offizier, das heißt, der ist ja eine ganz andere Gattung wie du. Du bist mehr so der Hippie, der Freiheitslebende, ja, der sagt, ja gut, ich trinke den Saft, aber ich muss jetzt nicht noch filtern, wozu, das ist auch so gut. Und der Offizier, der will es halt immer ganz genau machen, und hat es halt so hundertprozentig gemacht und vielleicht noch mehr als 100%, wie es auch in den Büchern von Breuß beschrieben wird. Der will es also richtig, richtig, richtig machen. Ja, und das merkt man auch, dass er Offizier war. Und es war auch gut, dass er die Bücher geschrieben hat, weil es ist schon gut, wenn man ein Buch zur Hand hat, wo auch alle was mit anfangen können. Ja, wo es eine gerade Linie gibt, wo sich der Hippie mit identifizieren kann, wo sich der, ich sage mal, in Anführungsstrichen Gelehrte, Professor, Doktor, was auch immer mit identifizieren kann. Also deswegen finde ich das schon ganz gut. Deswegen war er der Richtige, der das Buch im Prinzip auch geschrieben hat, weil er einfach auch alle Leute damit ansprechen kann. Ne? Das Tolle am Rudolf Preuß ist ja, der war ja Ingenieur oder Techniker, bevor er mit dem Ganzen angefangen hat. Der ist ja auch mit einer Akkuratesse, also mit einer wirklich streng rationalen und wie es also den alten, guten Ingenieuren zu eigen war, diese Eigenschaften, mit dem ist er auch an das herangegangen, mit den Heilkräutermischungen. Ne? Das hat mir diese ganze Sache auch sehr sympathisch gemacht. Ja? Dass es also kein esoterischer, abgehobener Kerl war, sondern der wirklich auf einer handwerklichen Basis ingenieursmäßig durchblickt hat und auch gestaltet hat. Ne? Das ist schon das Tolle an der Rudolf-Preuß-Kur. Das ist meiner Meinung nach ist das eines der wesentlichen Elemente, diese Kombinationen so aufzubauen, als würdest du wirklich eine Maschine zusammenbauen. Ja? Ja. Also das finde ich phänomenal, wie er das gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das ein Geheimnis des Erfolgs ist von der Preuß-Kur überhaupt. Ja. Ja. Letzten Endes dann auch mit dieser Logik, die da drinnen steht, dass der Körper dann ja ab einem bestimmten Zeitpunkt von selber alles aufsucht, was nicht zu ihm gehört. Und das frisst er zusammen. Ja. Deshalb gibt es eben keine Eiweißquelle und nichts, sondern er holt sich diese ganzen dubiosen Zellen oder die irgendwo herumlagern oder herum, wo sie eigentlich nicht wirklich hinkehren
Und das ist ja letzten Endes der Prozess, den wir anwerfen mit dieser Kur. Ja? Genau. Dass der Körper mehr oder weniger eine selbstfressende Wirkung hat. Ne? Nicht genau. Sich auffressen, sondern ganz genau erkennt, instinktsicher, welche Zellen kehren zu mir. Genau. Und welche Zellen kehren nicht zu mir? Er schreibt ja auch in seinem Buch, ich habe es ja auch gelesen, diesen Part, es geht ja letztendlich auch ums Eiweiß, weil wir geben ja dem Körper kein Eiweiß in der ganzen Zeit. Ja, deswegen auch die Saftkombination, auch kein Fruchtzucker, wird auch nicht genommen. Und der Körper nimmt sich dann einfach dieses Eiweiß aus dem Krebsgeschwür heraus, ne? Das ist ja auch eine Entartung, ist ja auch, also alles letztendlich besteht ja aus, auch, also die Muskulatur ist ja auch Eiweiß und das alles besteht aus Aminosäuren und der Körper baut sie dann letztendlich ab und ernährt, ich sage mal so ganz einfach ausgedrückt, ernährt sich dann von diesem Geschwulst und das wird immer weniger. Ne, bei manchen ist es so, dass es komplett weg nach der Kur ist, hat auch immer damit zu tun, wie groß es ist. Ne? Also das heißt nicht, dass man jetzt nach 6 Wochen, wenn man ein großes Geschwür, dass es alles weg ist. Aber auf jeden Fall, es kann halt sein, dass es zur Hälfte reduziert ist, oder dreiviertel reduziert ist, aber auf jeden Fall ist es dann so, dass es dich nicht mehr so beeinträchtigt, dass du daran sterben kannst oder schwer krank wirst, sondern du kannst dann damit auch normal weiterleben und die meisten stellen auch ihre Ernährung danach um und können damit dann auch relativ gut umgehen, ohne dass man eine Strahlungstherapie machen muss oder irgendwelche Medikamente einnehmen muss. Hm. Ja. Genau. Ja, also ich bin dann da eingestiegen und bin dann eigentlich auch immer routinierter geworden in dem Zubereiten von den ganzen Dingen. Und das, was ich habe das zwar ein bisschen vernachlässigt mit der ganz exakten Filtrierung, obwohl ich natürlich aus meiner Sicht genügend filtriert habe, also das war schon ein Filtrat, ein gutes Gemüsesaftfiltrat, aber ich habe von Anfang an um einiges mehr an Bewegung gemacht, wie der Jürgen. Ja? Der hat schon auch seine Einheiten gemacht, aber ich hatte eine unglaubliche Bewegungslust. Also ich bin oft 11 Kilometer gegangen, nicht schnell oder irgendwas. Ne? Und ich habe alle 2 Tage habe ich irgendwie etwas gemacht im Bereich zwischen 7 und 11 Kilometer oder so. Ne? Und das hat mir aber nicht geschwächt, überhaupt nicht. Ne? Ich bin da hingeflogen wie ein Schmetterling durch die Landschaft. Und da ging es aber überhaupt nicht um Leistung. Ja? Ich hab das irgendwie so immer offen gelassen, wie lang wird mein Bewegungsteil heute sein. Ne? Aber es ist ein Element für mich gewesen, wo ich mir in dieser ganzen Stadt, in der ich noch gelebt habe, umgeschaut habe und viele, viele neue Sachen entdeckt habe. Und die haben mich einfach in dem Sinne auch treiben lassen. Das heißt, ich habe alle anderen Sinne angeworfen, ja, zusätzlich angeworfen, ja, indem ich zwar sehr, sehr wenig zu mir genommen habe, stofflich, ja, aber meine Sinne haben genug Stoff gekriegt. Ja. Das heißt, ich war in der ganzen Zeit eigentlich nie in irgendein Loch oder in einem psychischen oder in einem seelischen Tief drinnen, weil ich so viele Eindrücke, so viele Inspirationen gehabt habe, ja. Dass das für mich schon das ganz normale Leben war, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich einmal durch den Bezirk oder jetzt gehe ich durch den Bezirk und so weiter und so fort. Und haben wir immer irgendwie, haben wir zwar kein konkretes Ziel gemacht, sondern manchmal bin ich einfach nur so oszillierend durch die Gegend gestreift. Ja? Mhm. Und zack, waren 7, 8, 10 Kilometer beieinander. Ne? Wie viel hast du gewogen am Anfang der Kur? Was war dein Ausgangsgewicht? 78 Kilo. Mhm. Und am Ende waren es dann, glaube ich, 61,5 oder 62. Wie groß bist du? Ich bin 1,73. Okay. Mhm. Also ja. Ich habe Übergewicht gehabt. Ja, kein Übergewicht. Nein, jetzt nach der Kur, wenn du dann wieder aufbaust, du hast ja lange Aufbauphase nach der Kur und wenn du dann wieder in das normale Leben reinkommst und so weiter, dann bin ich genau dort stehen geblieben bis jetzt. Ich kann essen, was ich will, ich kann irrsinnig viel essen und so weiter. Ich bin genau bei meinem Idealgewicht stehen geblieben. Bei 73 Kilo. Kilo, das ist mein Idealgewicht. Mit dem Gewicht spiele ich am besten Tennis und so weiter. Und es geht gar nie darüber. Das ist so lustig. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Süßigkeiten essen, so viel ich will. An einem Tag oder so. Ne? Aber das Gewicht geht einfach jetzt nie mehr über mein Idealgewicht drüber. Das ist auch interessant. Ne?
Hast du auch Einläufe gemacht während der Kur? So einen Einlauf? Ja, habe ich schon in die ersten zwei Wochen habe ich das, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht. Ja. Und sonst hast du Stuhlgang gehabt, ganz normal? Während der ganzen Ding? Ja. Habe ich fast überhaupt nichts gehabt. Kein Stuhlgang? Nein. Okay, also, na, wenn man sich gut fühlt, ist ja okay. Ich habe meine Aufzeichnungen nachgeschaut, ich habe alles aufgezeichnet. Ja. Ja, nur für die Zuschauer, wenn man sich gut fühlt, ist es ja auch okay. Bloß wenn man jetzt auf einmal starke Kopfschmerzen kriegt oder Migräne, dann sollte man da schon auch einen Einlauf machen, weil dann kommt es jetzt zu einer Rückvergiftung. Aber wenn man sich gut fühlt, braucht man das jetzt nicht zu machen. Ich habe es jetzt auch während der Kur zwei, dreimal gemacht. Einfach, weil man ja trotzdem, die meisten denken, man trinkt. Wenn man aber Saft trinkt zum Beispiel, ja, der ist trotzdem, da sind trotzdem noch Mikroballaststoffe drin. Und der Darm zieht dann zwar die Flüssigkeit, diffundiert dann ins Blut, aber es bleibt trotzdem noch Ballast übrig. Und der sammelt sich natürlich im Laufe der Wochen an und kann nicht richtig ausgeschieden werden, weil natürlich der Magen nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte, wenn man nicht mehr isst. Der Darm wird ein bisschen träge, ne, weil man ja keine richtige Darmperistaltik mehr hat während der Kur. Genau, und deswegen muss man halt einfach auch mal einen Einlauf machen. Also macht ruhig einen Einlauf. Ja, ich hab Einläufe gemacht. Ich erinnere mich jetzt, wenn du davon redest, ich weiß, alle paar Tage habe ich ja mal irgendetwas gemacht, aber ich kann dir das jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Genau, ist auch wichtig, weil sonst kommt es zur Rückvergiftung, gerade wer jetzt aus der Normalernährung kommt, sage ich mal, da ist es schon, da hat man ja doch alles Mögliche dann wahrscheinlich auch gegessen, dann kann es schon sein, dass ihr euch unpässlich fühlt, dass ihr zum Beispiel gibt es auch Krisen, du hast gesagt, du hast jetzt keine Krisen gehabt, aber ich zum Beispiel hatte auch mal die ersten, also jetzt gar nicht mehr, ab der vierten Woche, oder ab der dritten Woche gar nichts mehr, also die ersten, für mich war es eher etwas schwieriger, die ersten zwei Wochen, mich da so rein zu fuchsen in die ganze Sache, aber wie gesagt, jetzt ist es für mich relativ normal, jetzt mache ich mir gar keine Gedanken mehr drüber, aber da habe ich halt auch öfters mal mit Einläufen gearbeitet, weil ich da jetzt nicht Kopfschmerzen hatte, aber ich hatte da eine gewisse Schwäche. Das Problem ist, ich arbeite ja ganz normal weiter. Ich habe ja keine Zeit, mich jetzt hier richtig so freizeitmäßig zu betätigen, weil ich habe ja noch einen Beruf und eine Verantwortung für die Firma. Und deswegen habe ich viel gesessen. Ich habe mich also einmal am Tag halt im Gegensatz zu dir, ich habe mich zwar bewegt, aber relativ wenig. Also ich bin dann halt meistens so 5 bis 6 Kilometer am Tag gelaufen, würde ich sagen. 1,5 Stunden im Schnelldurchlauf, also nicht gejoggt, sondern schnell gelaufen. Und das kann natürlich was damit zu tun haben, ne? Wenn man jetzt weniger sich bewegt. Ja, das hat ja auch Rudolf Preuß geschrieben und auch der Thomas geschrieben, dass es ist nicht nur wichtig, die Tees zu trinken und den Saft und die Zwiebelsuppe. Man muss sich viel an der frischen Luft betätigen und auch bewegen, weil es auch wichtig ist, Sauerstoff, Energie, du hast es gesagt, die Sinne werden auch da angesprochen, auch das ist Nahrung und das habe ich ein bisschen vernachlässigt am Anfang. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, dann macht lieber einen Einlauf. Du hattest keine Heilkrisen, gar nichts, ne, hast du ja gesagt. Nee, überhaupt nicht. Wir waren dann sogar in dieser ganzen Zeit, wir haben sogar in dieser Zeit dann unser jetziges Haus gefunden. Also wir sind dann von Wien weggefahren. Ich habe zwar Kisten gehabt, wo ich alles mitgehabt habe. Also wir haben alles mitgenommen auf die Reise. Dort in der Ferienwohnung, wo wir dann waren, da sind wir eine Woche unterwegs gewesen und haben uns 7, 8 Objekte angeschaut und da habe ich das Ganze weitergemacht. Und was auf jeden Fall ganz toll war, wenn du das so selbstverständlich machst, erstens einmal bin ich ohne Probleme Auto gefahren, aber gut, Autofahren ist für mich ein Ding, das ist bei mir in Fleisch und Blut drin. Ja, aber wir waren dann da unten in Südkärnten und alle Dinge, die ich dann da wahrgenommen habe, diese ganzen Naturvorgänge und die Dinge, du nimmst das so intensiv wahr, das ist so ein unglaubliches Geschenk, in welchem Zustand du da bist. Ja? Also das war für mich das Größte und das hat mich so getragen durch diese ganze Zeit durch, ja? weil die sinnlichen Eindrücke und die Intensität von einem Sonnenuntergang oder von einem Gebirge, was du betrachtest und so weiter, die ist so riesengroß, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Ne? Das ist wirklich, also das ist ein Phänomen. Ja, doch, das ist, man reinigt ja nicht nur den Körper, sondern die Geist und Seele, sage ich mal, ne?
Das merkt man auch. Man ist viel klarer, man reagiert nicht mehr gereizt, man ist ausgeglichener, man kann, wenn es mal zu Konflikten kommt, auch da kann man relativ gelassen mit umgehen. Also man ist nicht mehr so in diesem Modus drin. Man fährt ja auch nicht nur den Körper runter, sondern man fährt ja auch das alles andere runter. Nicht umsonst sind ja Fastenzeiten in religiösen, in Religionsgemeinschaften gang und gäbe, dass man immer wieder eine Zeit des Fastens durchführt, um Körper und Geist zu reinigen, um sich wieder, manche sagen halt Gott, um sich mit Gott zu verbinden, um wieder mehr in die Spiritualität hineinzukommen. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, der oft in den Büchern zu kurz kommt, auch von Rudolf Preuß und auch von Herrn Thoma. Es ist auch eine wieder Rückverbindung mit seiner Spiritualität, die Preuß-Co. Ja? Wenn man sich da auch Zeit und Raum für gibt. Ja? Also man kann natürlich auch jetzt sich in die Arbeit stürzen und sich total ablenken, das geht auch. Ich hätte es auch gern gemacht, aber mir geht es halt nicht. Ich habe halt Verantwortung und so und ich muss es halt machen. Aber ich glaube, es ist auch schön, wenn man das vielleicht in der Zurückgezogenheit macht, wenn man so einen kleinen Bauwagen hat in der Natur und wenn man wirklich, dann kann man, glaube ich, noch tiefer in die Kur eintauchen. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, kann ich euch das auch empfehlen, euch vielleicht auch zurückzuziehen. Ja, die Männer sind da vielleicht ein bisschen anders gestrickt, aber vielleicht so als, wenn jetzt so als Frau, da vielleicht die Ruhe zu finden, euch auf euch zu besinnen und dann wirklich die Preuß-Kur so als so eine Art Ritual auch zu sehen, was man halt macht, die 42 Tage. Ne? Ja, es erdert dann unglaublich. Also man ist so, so fest am Boden und der ganze Zustand wird einfach wirklich selbstverständlich, so wie du auch schon vorher gesagt hast, über das, wie es dir jetzt geht. Es ist für mich dann in der Zeit, die letzten zwei Wochen, manchmal sogar irgendwie ein bisschen ein wehmütiges Gefühl aufgekommen. Oje, das ist jetzt ziemlich schnell gegangen und jetzt dauert es nur mehr zwei oder eine Woche und so weiter. Eigentlich habe ich das wirklich richtig lieb gewonnen. Ja? Und wie also gesagt, ich auch, also für mich ist es genauso. Also ich habe mich daran jetzt gewöhnt und ich mag das auch. Das Problem ist halt nur, dadurch, dass ich halt vorher so, ich habe ja 72 Kilo gewogen, als ich angefangen habe mit der Kur, bei 1,80 Meter Körpergröße. Also ich habe schon, ich habe jetzt, das ist normal, weil ich esse ja auch keine gekochten Sachen. Ich esse bloß Rohkost und so weiter. Also ich war immer schon relativ dünn. Ja, ich habe aber dann beschlossen, wenn ich wieder anfange zu essen, weiß nicht, wie es bei dir war, da können wir auch gleich drüber sprechen, was du denn gegessen hast, wie die Aufbautage waren. Ich werde nochmal Ketogen halt machen. Ja? Ich werde also den Fruchtzucker nochmal weglassen, weil ich das nochmal testen will, weil oft auch empfohlen wird, wenn man Krebspatienten, dass sich Ketogen ernähren wollen. Ich werde dann nochmal so eine ketogene Kur machen und werde dann halt normal wieder aus meiner Sicht essen, wo ich dann auch wieder ein bisschen Obst integriere. Ich werde mal sehen, wie lange ich das dann mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde es dann halt sehen, wie ich das Ganze gestalte. Wie war es bei dir, als dann, sage ich mal, der Tag 42 anbrach und du musstest dich jetzt auf einmal wieder damit beschäftigen, ja, was esse ich denn jetzt morgen? Was mache ich da dann jetzt draus? Wie war es bei dir aus? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich habe es aufgeschrieben, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, genau. Auf jeden Fall habe ich habe es genossen, alle die kleinen Sachen, die ich mal gekocht habe, ja, dass ich die wirklich also mit einem totalen Genuss mache. Ja. Und, also war das eine Geschmacksexplosion, als du das erste Mal was gegessen hast? Wie war das? Das erste Mal essen? Ja, es hat einfach intensiv gut geschmeckt. Ja. Also die Geschmack, also alles, was du gegessen hast, hat total intensiv geschmeckt. Und es war kein Bedürfnis, irgendwie viel von irgendwas zu essen. Ne. Und ich habe mir da wirklich lang, für die ganze Aufbauzeit wirklich lang, fast 4 Wochen, glaube ich, Zeit gelassen, bis ich dann wieder zum ersten Mal so richtig konventionell deftig wieder einmal gegessen habe. Ja. Also das war wirklich eine ganz lange Zeit. Also es waren, glaube ich, wirklich 4 Wochen. Und wie gesagt, ich habe das so lieb gewonnen, dass ich von dieser Reduktion eigentlich gar nicht so wirklich außergehen wollte. Ja. Was, die wollte eigentlich reduziert bleiben. Also ich bin sowieso vom Typ her, ich bin eher so mein Sternzeichen ist Steinbock. Ja.
Also ich bin eher asketischer Mensch, obwohl ich sehr gern genieße, aber meine Lieblingsjahreszeit ist zum Beispiel der Winter, wenn es besonders eisig kalt ist und der klare, schneidende Luft ist. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja. Also dieses Reduzierte, das ist hat mein Wesen irgendwie richtig gestärkt und das habe ich einfach sehr geliebt. Ne. Du bist ja sofort wieder in deine Kraft reingekommen, die der vorher abhandengekommen ist, hast du ja beschrieben, durch die ganze Selbstständigkeit und den ganzen Druck und den Stress, den man auch bekommt von Seiten, ja vor allem auch des Staates, auch von anderen Menschen letztendlich, Erwartungshaltung, die man erfüllen will, aber nicht erfüllen kann. Ja, schön, dass du dann da auch wieder zu dir selbst zurückgefunden hast, auch natürlich mit Hilfe der Breuß-Krebskur. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Du hast dann sicherlich nochmal einen Termin vereinbart beim Urologen und hast dann natürlich auch überprüfen wollen, na, ist denn jetzt der Krebs weg oder wie sah das denn aus? Was hast du dann gemacht? Also der BSA-Wert, der war noch, es gab noch einen BSA-Wert und das... Aber ich bin eigentlich letzten Endes nur mehr davon ausgegangen, wie fühle ich mich. Mhm. Und ich habe mich dann auch von diesem Wert nicht abhängig gemacht. Also er war nicht auf 0 oder auf 1 oder auf 2, es war ein bisschen weniger. Aber es ist auf jeden Fall, du hattest ja gesagt 10 oder sowas und er ist dann vielleicht hier herzlich halbiert oder so. Ja, ich hab mir dann gesagt, was soll ich mit diesen ganzen Werten? Ich habe meinen Körper so gespürt, jedes einzelne Organ, alles. Also es hat sich alles so hundertprozentig gesund und heil angefühlt. Ich habe eine unglaubliche Energie zur Verfügung gehabt, eine Lebensenergie und so weiter. Ne? Und mir haben das irrsinnig viele Leute in meiner Umgebung bestätigt. Ne? Und gesagt, das ist ein Wahnsinn, wie du drauf bist. Ne? Und ich muss sagen, normalerweise macht man das, man geht dann wieder dorthin, aber die ganzen Spitäler waren in dieser Lockdown-Ding, ich habe keine Lust gehabt, in irgendeiner Ordination zu gehen, mir diese Masken aufzusetzen, in ein Spital zu gehen oder wieder eine Biopsie zu machen und zu schauen, ist da irgendwas und so weiter. Und das war auch gerade die Zeit, wo wir dann schon mehr oder weniger von Wien angefangen haben, umzuziehen. Und das war wirklich eine gehen. Also ich sage, dieser Prozess, ich bin rechtzeitig der Hölle der Großstadt entkommen und bin unverhofft im Paradies gelandet, weil wir haben so einen paradiesischen Platz gefunden da, der jetzt unser Zuhause ist. Ja. Und wir waren mitten im Garten, haben Gartenarbeit gemacht. Wir haben am 1. Mai unsere Erdäpfel gelegt. Wir haben jetzt schon die Ernte für den ganzen Winter, haben wir Erdäpfel, Zwiebel, alles. Also ich habe mir beim besten Willen nicht vorstellen können, dass ich in irgendeiner Art und Weise krank bin. Ja? Also ich habe mich so gesund gefühlt, wie ich mich wahrscheinlich mit 30 oder mit 35 gefühlt habe. Ne? Und ich hab jetzt in dieser ganzen Corona- und Lockdown- und Pandemiezeit einfach überhaupt keine Lust, auch nur irgendwie in die Nähe von einer Arztpraxis zu kommen. Oder mir ist es schon unangenehm, wenn ich auf eine Apotheke gehen muss und dort diesen Test machen muss, weil ich Snooker spielen will oder sonst irgendwas. Ja. Hm. Und Krankenhaus bitte schon überhaupt nicht. Ja. Ich will den ganzen Scheiß einfach überhaupt nicht sehen und erleben und so weiter. Ja. Sondern ich gehe dann eher von dem Spür aus, das ich für mich selber habe, nach dieser Kur. Und dieses Gespür war fantastisch, das war phänomenal. Ne? Und im Grunde genommen, ich bin ein alter keltischer Häuptling. Ja? Die Kelten haben früher auch keine Krankenhäuser gehabt, keine Arztpraxis, da ist der Druide dahergekommen und ich bin mit ein paar Schamanen in Kontakt und so weiter, die sehr erdverbunden sind, auch keine esoterischen Zipfelmützen oder so, ne? Und mir ist deren Rat und Augenschein viel wichtiger als diese technische Dings. Aber vielleicht gehe ich irgendwann einmal, wenn das Ganze irgendwie sich aufgelöst hat, falls sich das noch einmal auflöst, gehe halt hin und sage, so, jetzt dort wieder einmal meine Werte anschauen oder so. Ne? Genau, es ist ja auch immer eine Subjekt-Subjekt-Beziehung letztendlich. Also wenn es diese
wenn es das gar nicht geben würde, dass ich mich identifiziere mit dem Arzt, mit der Krankheit. Also die Definition kommt ja erst dann, wenn ich zum Arzt gehe, dann denke ich ja schon mal, ich bin nicht heil. Ja, weil sonst würde ich das ja nicht machen. Ich gehe also davon aus, ich bin nicht heil, gehe dann zum Arzt. Und weil ich ja schon davon ausgehe, dass ich nicht heil bin und dann zum Arzt gehe, dann kriege ich vielleicht auch diese Diagnose, weil ich ja dann wieder in dieses System hineinsteige als Beispiel. Ja, ein Mensch, der zum Beispiel heil ist, der würde ja niemals auf die Idee kommen, irgendwo hinzugehen. Also das Ding geht ja schon viel vorher los, viel früher los, dass man denkt, man ist getrennt von dem, was man eigentlich ist. Aber man ist ja nie getrennt von dem, was man wirklich ist. Das ist ja bloß eine Illusion. Du bist ja nie getrennt von dem, was du wirklich bist. Und, es gibt ja diesen Ansatz, Gedanken schaffen Wirklichkeit. Genau. Genau. Ja. Genau. Und das ist auch gut. Vielleicht kannst du da auch das nochmal den Leuten mit auf den Weg geben, weil ich finde, wir haben jetzt eigentlich alles auch gut besprochen. Du hast uns auch alles wunderbar erklärt, wie das Ganze so zusammenhing. Vielleicht kannst du den Menschen, die jetzt zuschauen, die vielleicht gerade auch an dem Punkt sind, die vielleicht auch eine Diagnose bekommen haben, die vielleicht auch teilweise verzweifelt sind und nicht weiter wissen, die vielleicht auch hin und her überlegen, mache ich jetzt eine Chemo, mache ich es nicht, mache ich die Breuß, wie auch immer. Vielleicht hast du da nochmal was Motivierendes, ein paar letzte Worte an die Zuschauer, einfach um sie vielleicht nochmal auch in ihrer Selbstkraft, in ihrer Kraft einfach zu bestärken. Ja, viel kann ich nicht dazu sagen, ich kann nur eins sagen. Sibylle und ich, wir waren uns einig zu Beginn dieser Pandemie im März 2020, das war also noch einiges, bevor ich dann diese Kur gemacht habe oder überhaupt diese Diagnose, dass diese Corona-Pandemie und das Ganze uns ein riesiges Thema stellt, uns allen. Und zwar ist es unsere Macht zurückholen. Unsere Autarkie stärken, unsere Selbstverantwortung zu stärken. Und wir haben es immer sehr, sehr bedauert, dass bei diesen ganzen Regierungsansprachen sie ständig von irgendwelchen Maßnahmen und so weiter gefaselt haben. Bei jeder Regierungspressekonferenz hätte einer dort stehen müssen und sagen, Lädeln, schaut, wie ihr lebt. Ja? Ihr müsst schauen, dass ihr eine Verantwortung übernimmt, dass vom Essen her, von der Luft, von der Bewegung her, von der Art der Arbeit, die ihr macht und so weiter, dass ihr da mehr oder weniger das macht, was euren Körper selber in einem guten Zustand haltet, ja? Wo ihr eure Gesundheit erhaltet. Ja? Und nicht, dass sie sich hinstellen und schon denken, dass sie bei der nächsten Wahl wieder irgendwie gewählt werden, erzählen sie irgendwas vom Himmel, sondern sie müssen den Leuten ins Gewissen reden und sagen, du, wenn du dein Immunsystem stärkst, wenn du versuchst, spirituell zu leben und wenn du gute Lebensmittel zu dir nimmst, ja, und du musst gar nicht zu viel nehmen, ja, das zeigt dir das Fasten, dass man eigentlich mit sehr, sehr wenig auskommt und trotzdem auch unerschöpfliche Energie hat. Ja. Ja. Und dieses Thema, die Macht zurückgewinnen, das ist für mich das Resultat und auch der Ausgangspunkt für so eine Kur, auch für eine Heilfastenkur, wo man sagt, man geht sogar die schlimmsten Krebskrankheiten damit an. Und der Preuß beschreibt es ja in seinem Buch auch ganz genau. Also da waren ja Leute mit schwersten Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Und sogar dort gelangt fast vollständige Heilung mit solchen Sachen. Ne? Und es hängt immer davon ab, ob man die Dinge selber und verbindlich für sich in die Hand nimmt. Ja? Weil es wird niemand daherkommen und wird da an Krebs wegnehmen. Ja? Er wird da vielleicht was wegschneiden. Ja? Aber wenn du zum Onkel Doktor gehst und sagst, Onkel Doktor, hilf mir. Du musst den Onkel Doktor nutzen dazu, dass er da ein paar Sachen erklärt, wo du dich nicht kümmern kannst drum, sodass du ein Verständnis hast, in Zusammenhänge von Organe oder von deinem Organismus einsteigen. Aber dann musst du selber weiter tun. Ja? Dann musst du selber schauen, wo senden rund um mich alle die Leute, die kundig sein für Kräuter und für solche Sachen. Und dann musst du selber machen und musst deine eigene Macht so stärken, dass du
ohne ein großes Problem in so eine lange Fastenkur gehen kannst. Gut, das waren nochmal schöne abschließende Worte von dir, Wolfgang. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir für das tolle, inspirierende Interview, auch dass du uns an deinem, ja, an deinem Weg so intensiv hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, auch jetzt in dieser jetzigen Situation, ja, wir wissen ja, was jetzt auch gerade im Moment abläuft, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ja, viel Kraft, viel Stärke. Du bist ja gut connected mit dir. Ich glaube, du wirst da auch Positivität rausziehen aus der ganzen Situation. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Wenn ich in Österreich bin, komme ich dich bestimmt mal besuchen. Wenn sich die Wege kreuzen, dann können wir uns auch gerne mal persönlich kennenlernen. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und vielen Dank für das Interview. Und ich wünsche dir alles Liebe, nicht nur für dich, sondern auch für deine liebe Ehefrau und bestell schöne Grüße. Alles Liebe und bis bald. Danke, du. Ciao. Danke dir für das Interview. Dankeschön, Wolfgang. Tschüss. Hey, Bastian. Ciao.